Guten Tag, mein Name ist Christian Kassler, ich bin Programmierer und habe das Programm geschrieben CatCast Circle und Lineal, und das will ich euch heute kurz vorstellen. Und zwar haben wir hier erstmal zum Beispiel dieses Lineal, das kann ich jetzt hier verschieben. Und wenn ich hier ins Menü gehe, Lineal, kann ich jetzt hier wählen, zum Beispiel das Werkzeug verschieben ist gerade ausgewählt. Jetzt kann ich zum Beispiel das Werkzeug drehen nehmen. Und dann kann ich das Lineal hier drehen. Jetzt kann ich hier das Werkzeug wählen, an Lineal entlang zeichnen. Und ich kann jetzt hier im Prinzip, meinetwegen jetzt 5 Zentimeter so zeichnen. Wenn ich das Lineal jetzt verschiebe, sehe ich die Linie, die ich gezeichnet habe. Ich kann hier die Strichstärke einstellen, in der ich zeichnen will. Ich mache jetzt mal hier ein dickeren Strich, so dass man sieht. Ich kann auch quer zum Lineal zeichnen, das heißt, so im rechten Winkel jetzt hier zum Lineal meinetwegen. Das kann ich natürlich in der Realität nicht, aber in dem Programm geht das halt. So, ich kann hier auch natürlich die Stiftfarbe wählen, das geht auch, dass ich jetzt hier sage, ich will hier was in Grün zeichnen. So, dann habe ich als nächstes Werkzeug den Winkelmesser. Da kann ich jetzt hier auch wählen, verschieben. Da kann ich den hier hin und her schieben. Ich kann den drehen, um jetzt, meinetwegen, ich schiebe den jetzt mal hierher, an die Linie hier und drehe den jetzt mal. Jetzt könnte ich meinetwegen jetzt hier im Gradzahl mit Bleistift markieren, könnte ich meinetwegen jetzt hier den Winkel, den ich will, hier eine Markierung zum Beispiel setzen. Nee, Quatsch. So. Dann habe ich noch den Circle, den kann ich ebenso hier verschieben. Ich kann auch eine Zirkelspanne setzen. Meinetwegen, ich steche jetzt mal hier ein, an diesem Punkt. Und tu jetzt als Zirkelspanne nehmen bis zu diesem Endpunkt von der Linie meinetwegen. Und jetzt kann ich entweder einen Kreisbogen zeichnen, indem ich sage hier, so, einen Kreisbogen. Oder ich kann halt sagen, Kreis zeichnen, dann macht er den kompletten Kreis mir. Dann habe ich noch ein Werkzeug eingebaut, mit dem ich Kurven hier erstellen kann. Als kleine Bonus sozusagen, ist zwar jetzt nicht direkt was, was man mit Zirkel und Lineal erstellen könnte, aber warum nicht? Und jetzt habe ich hier noch einen Bleistift, mit dem ich im Prinzip hier frei zeichnen kann, natürlich auch mit der entsprechenden Farbe, die ich hier wähle. Und ich habe hier ein Radiererwerkzeug, das heißt, ich kann jetzt hier lang gehen und kann jetzt hier irgendwas wegradieren. Ich kann hier die Breite von dem Radiergummi einstellen. So. Dann, ich kann Text hinzufügen. So. Ich kann den Text hier auch ändern, anklicken und wieder ändern. Und ich kann den löschen. Ne, erstmal verschieben, sonst kann ich den. Verschieben kann ich den. Und ich kann den löschen. Dann kann ich hier sagen, okay, Objekte verschieben. Ich kann jetzt also hier Objekte, die ich angelegt habe, anklicken und die verschieben. Ich kann auch sagen, ich will die löschen. Ich will jetzt ein Objekt löschen oder ich will das letzte Objekt löschen, was ich angelegt habe. So, diese Radierdinger hier, die sind auch im Prinzip Objekte, die also sozusagen weiße Kleckse, die jetzt hier über der Arbeitsfläche im Prinzip angelegt worden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Linie hier verschiebe, dann ist die noch intakt. So. Wenn ich die jetzt wieder hier hinschiebe, wo ich mit dem Radiergummi hier gearbeitet habe, dann schiebe ich wieder unter diese weißen Flecken sozusagen. Dann habe ich hier dieses Handwerkzeug, wo ich die Arbeitsfläche verschieben kann. Ich habe das Zoom-Werkzeug, mit dem ich hier vergrößern und verkleinern kann. Ich kann auch hier oben den Zoom wählen. Ich kann jetzt hier auch sagen, ich will zwei Seiten machen.
und habe halt hier nochmal die Möglichkeit, in demselben Dokument eben auf einer anderen Seite was zu zeichnen. So, zwei Seiten. Genau. So, oder eben auch mehr. Jetzt kann ich mal hier noch eine Seite machen. Dann, ich kann natürlich das Ganze als Projekt speichern und später wieder laden. Ich mache das jetzt mal, ich speichere das jetzt mal, mache mal neu und tue das dann nochmal öffnen. Dann sind die Objekte wieder da. Ich kann es als Bild exportieren, also zum Beispiel als in einer gewissen Auflösung, als BMP-Datei kann ich es hier exportieren. Oder ich könnte es als DXF-Datei exportieren. Dann hätte ich es halt in meinem, zum Beispiel in meinem CAD-Programm. Ich mache das jetzt mal, exportiere es mal und öffne es halt mal. Hier im AutoCAD. So. Jetzt hatte ich halt die Objekte hier. Diese, ja, die ich so eben gezeichnet habe. Und das, ja, genau. Das unten sind jetzt die anderen Seiten dann, was ich dort gezeichnet habe. Dann könnte ich es natürlich drucken. Ja, drucken könnte ich es. Könnte ich ja mal machen in eine. Mache ich es mal in eine PDF-Datei. So, PDF-Datei. So, das öffne ich mal. Das wäre jetzt das Ganze in der PDF-Datei. So, dann hier kann ich natürlich die Sachen ausblenden, zum Beispiel die Werkzeuge. Ich könnte jetzt hier auch umschalten auf Zollangaben fürs Lineal, was eigentlich eher interessant für den amerikanischen Bereich. Ich kann jetzt hier noch eine Leiste für Zahleneingaben einblenden, wo ich jetzt wirklich sagen kann, ich kann hier auch das Lineal auch verschieben, eine gewisse Position in Millimetern zum Beispiel und kann den Winkel einstellen in Grad zum Beispiel, den Winkelmesser auch, kann ich jetzt auch eine Rotation hier in Grad einstellen oder eine Zirkelspanne in Millimetern. Wenn ich sage, okay, 50 Millimeter Zirkelspanne, dann kann ich das hier einstellen. Ich kann ja die Sprache noch wählen, Englisch und Italienisch. Hier oben sind nochmal Icons, um es eben zu öffnen, speichern. Was ist das hier? Seite einrichten, drucken, Drucker einrichten, Seite einrichten macht jetzt hier im Prinzip. Das ist jetzt die Seitengröße hier zum Beispiel, kann ich jetzt hier wählen. Ansonsten wird es vom Druckertreiber kann es auch übernommen werden. Kann jetzt eben auch sagen, okay, ich will nicht ein A4-Format, ich will jetzt eben meinetwegen A3-Format. Dann habe ich halt eine größere Arbeitsfläche jetzt. Gut, drucken, beenden und damit sind wir eigentlich durch mit den Möglichkeiten des Programms. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Ich habe über 200 Programme auf meiner Webseite und mache jetzt hier regelmäßig Videos. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.